sich und anderen Gutes tun. Das ist das Motto des Bürgerbrunchs, veranstaltet von der Stiftung Bürger für Münster. 2007 zerstörte der Orkan Kyrill viele Bäume an der Promenade. Daraufhin wurde die Bürgerinitiative Bürgerbäume ins Leben gerufen, in der engagierte Bürger für die insgesamt 200 Winterlinden vor dem Schloss die Patenschaft übernahm. Genau dort findet seit 2009 der Bürgerbrunch statt. Hans-Peter Kosmida, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bürger für Münster, ist mit dafür verantwortlich, dass das gemeinsame Frühstück nun bereits in seine vierte Runde geht. Also die Idee war, sich unter den Bürgerbäumen zu treffen, weil das ja eben auch ein Ort ist, an den man sich erinnert. Und die Bäume sind ja inzwischen auch schon gut angewachsen. Die Idee war, eine nicht so furchtbar organisierte und durchgestylte Veranstaltung zu machen, sondern eben etwas Informelles, etwas Freizeitmäßiges, etwas, wo jeder Bürger auch seine eigene Note reinbringt. Jeder bringt seine eigenen Sachen mit, jeder lädt seine Freunde ein. Die einen machen es ein bisschen aufwendiger, die anderen machen es ein bisschen rustikaler. Also das ist der eine Teil und der andere Teil eben auch Bürgerengagement demonstrieren, 10 Euro pro Person spenden. So kommen in diesem Jahr 12.000 Euro an Spendeneinnahmen zusammen und wir können das auf 3 Kinder- und Jugendprojekte weitergeben. Organisator der Veranstaltung ist Josef Schliemann. Er ist Vorstandsmitglied in der Bürgerstiftung. Ich habe also den Bürgerbrunch als Projekt in meinen Verantwortungsbereich bekommen. Das heißt aber nicht, dass ich das alleine mache. Es sind ganz, ganz viele Helfer im Hintergrund, in der Vorbereitung betätigt, heute natürlich also auch. Und wir haben also 4 Kooperationspartner, die in der Planung immer von vornherein mitwirken. Also ist keine Sache von mir alleine. Die Kooperationspartner der Veranstaltung sind die Medienagenturen X und Y Design und Kommunikation, Synapsis, das Amt für Grünflächen und Umweltschutz und die Westfälischen Nachrichten. Dank all dieser Unterstützer war der Bürgerbrunch auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Ja, wir haben 150 Tische vergeben können, 8 Personen, also wir haben 1200 Bürger, die hier sich für diesen Brunch angemeldet haben. Aber wir kommen aus dem Ruhrgebiet, extra nach Münster. Also viel für die Kinder geboten und so, das ist schön, ja. Die Stimmung ist so entspannt und friedlich, die Leute haben gute Laune, sehr nett. Das ist genial. Zurück zum Motto, sich und anderen Gutes tun. Beim Bürgerbrunch steht der gute Zweck an erster Stelle. In diesem Jahr wurden gleich 3 Kinder- und Jugendförderorganisationen auf einmal unterstützt. Das ist einmal FRÜZ, Frühstück zusammen in der Schule. Das ist ein Verein, der sich darum kümmert, dass Kinder, die zu Hause kein Frühstück bekommen, eben erstmal ein gesundes und nahrhaftes Frühstück bekommen und dann eben besser dem Unterricht folgen können. Das zweite Projekt ist das Thema Lesepaten, das wir als Bürgerstiftung organisieren. Da geht es darum, Kinder zu fördern, denen zu Hause nicht vorgelesen wird. Lesepaten lesen mit den Kindern zusammen und animieren die Kinder zu mitlesen. Und das dritte Projekt ist JEKIS, jedem Kind seine Stimme. Das wird von der Musikschule und vom Förderverein der Musikschule organisiert. Und da geht es darum, dass Kinder eben musikalisch gefördert werden. Und am einfachsten kann man sich musikalisch betätigen, indem man singt. Und das ist jetzt das Ziel dieses Projektes. Ich suche jetzt noch Mitstreiter, die auch Lesepaten werden, um in der Oberbergschule mit Kindern zu lesen, lesen zu lassen und die so ein bisschen unterstützen, Leseverständnis zu erwerben und so weiter. Und es macht riesig Spaß und es macht heute riesig Spaß hier, so viele Menschen hier zu sehen, bei dem herrlichen Wetter. Also Bürgerstiftung scheint gute Beziehungen zu haben. Nach einem so gelungenen Sonntagmittag mit guter Laune, gutem Essen, gutem Wetter und das alles für einen guten Zweck, kann man davon ausgehen, dass die Stiftung Bürger für Münster wirklich über gute Beziehungen verfügt. Wer gerne einmal selbst mitbrunchen möchte, kann sich auch im nächsten Jahr wieder unter www.bürgerbrunch-münster.de anmelden und einen Tisch für Familie und Freunde reservieren. Mehr Informationen zur Stiftung Bürger für Münster finden Sie unter www.bürgerstiftung-münster.de oder unter facebook.com/bürgerstiftung.münster.